Hose Leute, willkommen zu einem neuen Part von Dark Souls 2 mit Level 4. Im letzten Part haben wir den zweiten Kollegen befreit, der uns im Kampf gegen das Chaos helfen wird. Das freut mich schon mal derbe, dass ich den direkt gefunden habe. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Wir haben ja noch einiges vor in Elumlois. So, erstmal. Wir haben noch einiges zu erkunden. Deswegen wagen wir uns erstmal noch normal vor. Alter, gibt's nicht. Ach so. Könnt ihr jetzt mittlerweile den Ring wieder ausziehen und mal alten wieder anziehen? Genau. Komm jetzt her. Ich möchte dich erstmal hier bekämpfen. Das wäre doch gerade am liebsten. Und weg. Na komm. Oh, voll daneben. Aber geiles Geräusch. Puh. So. Welch ein Kussgeräusch. Puh. So, den mache ich gleich mal so platt. Und hat den Schild? Naja, kein Schild. Das ist gut. So, so gefallen mir meine Gegner. Tot! Aua, aua, aua! Und weg. Sehr gut. Diese vergesse ich nicht. Diesmal nicht, mein Freund. Sehr gut, zwei Schläge. So, jetzt kommen die Hunde wieder. Ja, ich muss ja leider nochmal langlaufen, weil hier gibt es immer noch Sachen, die ich leider noch verpasst habe. Was soll ich denn sagen? What? So. Also, ich habe hier noch ein paar Kisten halt verpasst. Die muss ich halt alle noch einsammeln. Die seid nicht mehr so ungefährlich. Nämlich Schweine. Und der werde ich auch dich als erstes umbringen. Wie die schreit. Okay. Gleiches Spiel wie davor auch. Immer schon vergiften, abhauen und dann den anderen abballern. Ja. Da war ich gerade nochmal weg, weil ich möchte gerade meinen Ausdauer voll haben, damit ich anderen Typen relativ schnell abballern kann. Eins, zwei und drei. Hab ich ihn auch erwischt? Ich glaube ja. Da komm jetzt her. Da komm jetzt her. Ah, der war ganz, ganz knapp, aber hat noch gereicht. Aua. Ja. Wäre nicht mehr nötig gewesen, weil er vergiftet war, aber trotzdem. Ist jetzt halt so. So, mein Freund. Warum bist du ganz alleine, ne? Ganz alleine, ganz alleine, ganz alleine! Was? Leck mich doch fett. Oh, der war ja noch so einer von... Der hat mich gebacksteppt. Schluss mit lustig. Wo kamen die jetzt eigentlich her? Noch ein, bitte. Danke. So, was mache ich jetzt am besten? Die da hinten erstmal abballern. Reichen zwei Treffer? Ja. Na, die kommt nicht mehr bis hierhin. Das schafft ihr nicht mehr. Der ist vergiftet. Das ist schon mal gut. Ja, mach du ruhig. Du bist eh gleich tot. So. Da kippt er um. Schon wieder Lebensstein. Die droppen also Life Gems. Ja. Ist okay. Ja, du mich auch. Die ist, die gestorben ist. Okay. Und Backstab. Noch nicht. Na, toll.
Sehr gut. Oh, wo kommst du aber mal her? Milady. Na komm. Na komm. Soll ich mal Rücken zu wenden? Wie sie einfach so blank liegt. Sieht schon ein bisschen lustig aus. Okay, noch einmal. Was steht denn hier Feines? Und nein. Es war keine scheinbare Wand. Ich hätte mir schon was gedacht. Vor allem habe ich es auch schon mal geprüft. Aber man weiß ja nie so ganz genau. So. Den Typen packe ich noch mit meiner Waffe. Ach, da ist ja noch ein Tussi. Ach, scheiße. Das ist die Russhammer-Gefahr. Ja, okay, aber die werde ich nur backstabben. Wollte ich mal backstabben, habe ich gesagt. Oder das kann der Hammer noch aushalten. Die haben bestimmt einen ganz geilen Dolch, ja? Das war nicht so toll. Oh, von daneben, ey. So, jetzt ist er am Arsch. Macht nichts. Kostet ja auch nicht so viel. Okay. Da oben war nochmal was für ein Typ, genau. Einer von denen, okay. So läuft das nicht, mein Freund. So halt nicht. Okay, jetzt haben wir drei Kisten zum Öffnen. Hui. Und einmal göttlicher Segen, brauche ich nicht. Man weiß ja nie, ob ein Mimik drin ist. Zwillingsklinge des Zauberers. Kann mir schon was denken, was das ist. So. Und zu guter Letzt ein Seelengefäß. Naja, gut. War ich da mal drin? War ich da mal drin? Sieht mal aus wie das letzte Gefängnis. Okay. Habe ich das irgendwie verpasst? Komisch. Okay, Zwingsklinge des Zauberers. Wo war das Ding jetzt? Zwingsklingen dürften ab hier so gleich kommen. Ja, da ist es auch. Die Zwingsklinge stammt aus Melfia und dient als Beschleuniger für die Zauberei. Diese seltsame Waffe wird nur von wenigen Kriegern verwendet, da ihr Einsatz großes Können mit Stab und Schwert voraussetzt, ja. 30 Geschicklichkeit, 20 Stärke, 20. Wow, das ist aber echt nur für Hexer gedacht. Sieht aber ganz geil aus. Ja. Übliches Ding halt. Das hat für Zaubern gedacht. Alles klar. Wieder zurück zu meinem guten alten Hammer. Und dann bewegen wir uns mal weiter in Richtung netten Stellen. So. Nicht getroffen. Alles klar. Ah, da hinten ist der Hund. Ich dachte, der wäre weiter vorne gewesen. Ah, von mir aus. Mach durch. Du bist auf jeden Fall jetzt weg. So oder so. Gut. Und jetzt kommen wieder zwei Typen, ne? Wenn mich nicht alles irrt. Du kommst angelaufen. Der andere ballert von hinten. Genau. Ja, greift ruhig an. Okay. Batz. Batz. Und
Batz. Wunderbar. So, den Typen hinten werde ich jetzt auf jeden Fall abballern, weil ich kann mich erinnern, da waren ja drei von diesen Damen. Und drei sind dann doch, glaube ich, ein bisschen zu viel, wenn mich einer nur backsteppt davon halt, ne? Und der werde ich den einmal anballern. Und die auch. Ja, bleib ruhig sitzen, ist in Ordnung. Aha! Die kommt stattdessen. Einen habe ich noch mal umgewedelt. So, tot und tot. Wunderbar. Die droppen echt nichts. Guck mir gerade nochmal an, ob die wirklich nichts gedroppt hat. Die anderen beiden, meine ich jetzt. Nö, haben sie nicht. Okay. Gut. Ja, der Zombie, den töte ich gerade nochmal schnell. Oh, der hat eine Fackel an. Achso, wahrscheinlich, damit ich nur eine Fackel bekomme. Verstehe. Genau. Und mit der Fackel werde ich jetzt mal was anfackeln. Da bin ich jetzt mal gespannt, wo er uns das hinführt. So, wo ist denn der Leuchtkäfer? Wie heißt er jetzt? Nein, nicht Leuchtkäfer. Na, da. Flammenschmetterling, das war, was ich gesucht habe. So, und an. Und an. Und an. An. Und. So, wo würde uns das... Ach du Scheiße. Wie viele sind das? Komm, das ist so eindeutig. Wie viele sind das denn, bitteschön? Knochenfaust. Knochenfaust. Klingt nett. Wahrscheinlich ganz, ganz oben. Oder auch nicht. Ja, halt bei den Faustwaffen, da gibt es aber auch nur so ein paar. Ich weiß nicht, wo die Faustwaffen... Ah, da sind sie. Ein die Faust gebundener Knochen kommt im Faustkampf zum Einsatz. Aus einer missgebildeten Kreatur gewonnen, lässt den Träger mit übermenschlicher Stärke kämpfen, als würde der Geist des einzigen Besitzers die Kontrolle übernehmen. 14 Schaden? Was? Wovon redest du? 14 Schaden? Da stimmt doch irgendwas nicht. Naja. So. Die beiden werde ich erstmal aus dem Weg räumen. Tja, die müssen jetzt irgendwie mehr der hoch folgen. Na komm. Komm runter. Na komm runter. Na komm runter. Na komm runter. Jetzt komm runter. Na komm runter. Na komm runter. Na komm runter. Wie fein bist du. Beide erwischt. Perfekt. So, ja. Kommt wieder beide runter. Au, nicht gut. Genauso wollte ich es haben. Und keine der Damen hat was gedroppt. Schade. Okay. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Übrigens, da oben sind die Augen, ne? Da oben, das sind so Frösche. Was macht denn so einer hier? Hast du neue Tricks gelernt, oder was?
Meine Waffe ist bald wieder im Arsch. Das freut mich nicht so sehr. Ja. Du bist relativ ungefährlich. Der dicke Typ mit den großen Keulen. Noch nicht. Okay, jetzt hat er mich getroffen. Macht aber auch nicht wirklich viel Schaden. Nicht getroffen. Gut. Das war's. Okay, das war doch mal leicht. Was hast du beschützt? Gar nichts. Anscheinend die Damen, die da oben wohnen. Hm? Okay. Können wir wieder aufsteigen? Oh, da ist noch einer von denen. Okay. Dann setze ich mich einmal hier runter. Ein Human Effigy. Und ich trinke mal kurz einen Schluck. Ich trinke einen Sekt vielleicht. Und schieße einen Typ jetzt mit Gift ab. Eins, zwei, drei, vier. Und er ist vergiftet. Geil. Die Tür kommt nicht hoch. Ja, er hat anscheinend gerade noch ein bisschen zu kämpfen, ob er jetzt hoch oder runter gehen soll. Ja, aber in der Zeit wird er weiter vergiftet. Schon in Ordnung. In der Zeit werde ich auch auf jeden Fall nochmal eine Reparaturpulver benutzen. Oder vielleicht auch nur... Gucken wir mal kurz. Ich weiß nicht. Da habe ich gleich... Na, vielleicht dann... Na, welche nehme ich denn jetzt? Ich nehme die Keule jetzt wieder. Die gute alte. Und mal nicht. So, jetzt gibt es hier Feines zu holen. Garnisonshofschlüssel. Das klingt doch mal gut. Jetzt ist er oben. Nee, doch nicht. Der ist immer noch am Zaudern mit sich selber. Ach, der hängt aber nur fest. Gut zu wissen. Du triffst ihn nicht. Das hätte er getroffen, aber nur fast. Das ging schnell mit dir, Kollege. Das ging ja schon fast zu leicht. Okay, das habe ich jetzt also geholt und hier gab es nur den Schlüssel. Das heißt nur. Der war schon ganz wichtig, weil der hat mir ja ganz viele Sachen versperrt. Dann gehe ich nochmal zurück, weil ich glaube, da gab es zumindest mindestens eine Tür da, die mir, glaube ich, versperrt wurde dadurch, oder? Ich kann mir gerade an keine erinnern. Keine spezielle, aber... Eine ist bestimmt dabei. Wenn ich da wieder hingehe, ist eine dabei? Ja, das sind so ein paar. Aber erstmal gucke ich nochmal zurück, ob da irgendwas gewesen ist. Ich kann mich jetzt an... Oh! Okay, Radiant Life Gem, nehme ich gern mit. So, da oben gab es nichts, ne? Mit der Tür, die verschlossen war. Aber da oben konnte man irgendwie nochmal runter gucken. Und vielleicht kann ich jetzt mal... Jetzt, wo der Schneesturm weg ist, mal was gucken. So. Ne, hier war also einfach nix. Okay. Also hier war anscheinend wirklich nichts. Da gab es doch eine Tür, oder? Da tue ich mich gerade so sehr... Ach, Mann. So, da war ich ja da hinten, habe ja alles gemacht. Da gab es auch irgendeine Tür, die geschlossen war, die aber auch aufgemacht. Von daher haben wir das eigentlich bewältigt. Aber hier gab es ja nicht auch irgendwo... Nee, ne? Ich glaube, ich laufe gerade umsonst zurück. Achte nicht da lang. Nee, ne, gab's nirgendwo eine Tür. Darum auch nicht. Ja, doch, da gab's. Moment mal. Ich laufe erstmal ganz zurück. So, ne, der ist halt nix. Genau. Und hier war halt auch nichts. Okay, ich bin also sonst gelaufen. Gut, das zu wissen. Dann kann ich mich aber auch zurück zum Bonfire beamen. Und dann mich. Dann wieder aufsteigen, oder? Habe ich wieder genug?
mal kurz. Ja, ich habe wieder genug. Irgendwie ist das krass, wie schnell man hier aufsteigt. Das ist mir eigentlich schon fast schon zu schnell. Aber bekommt man hier wirklich so viel durch die ganzen Gegner? Na gut. Steigen. Und wir wollen weiterhin... Ich will das auch für beides auf 8 bringen. Weil dann kann ich euch nämlich mal was Neues zeigen. So, und wo wir gerade hier sind, sollte ich mal ein bisschen was reparieren gehen. Reparieren. Der gute alte Ding. Und besonders diesen Ring hier. Alles klar. So. Hinsetzen. Hinsetzen. Und zum zweiten Mal freireisen. So, und da. Da werden wir jetzt ganz, ganz viel neues Zeug finden. Richtig viel schönes neues Zeug. Das freut mich jetzt schon. Da. Alles klar. Na, kommen Sie her. Und weg. So, ich sehe dich da schon, werte Dame. Ich habe sie nicht vergessen. Den kommt auch schon. Gut, wenn du gerade auf mich zuläufst, kann ich gerade auch schon abballern. Und anscheinend bist du zu unterfallen. Nee, ich brauche nicht mehr abzuballern. Du kommst ja so auf mich zu. Du bist ja quasi mit einem zum gleich tot. Hä? Warum hat das jetzt nicht getötet? Also zumindest wendet die denn so viel aus. Na, egal. Die gefahrenzonenmäßig drauf waren, sind jetzt weg. So. Oh nein. Ich würde ihn eigentlich backstabben, aber hat nicht so ganz funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Die laufen ganz cool, ne? Ja. Ah, na auf. Warum kann ich nicht mehr backstabben? Wird das Backstabben verlernt oder was? Ja, es reicht mir mit dir. Stirb einfach. Heilen. Okay. Ganz ruhig. Ist auch wieder so eine Tussi. Ja, es war mir klar, dass der Typ aufwacht, wenn der Typ auf nicht den Typ angreift. Aber der beste Typ ja nach einem Schlag weg. Okay, ich verbessere mich gerade. Normal mit einem mit zwei Schlägen, aber mit Wechsel natürlich mit einem Schlag. So. Ich kämpfe nicht gerne auf Treppen. Alter, wie habe ich das getroffen? Lächerlich! Der einzige Baum steht hier rum. Sehr einsam. So, jetzt aber. Jetzt kommen wir langsam zu den Stellen, die interessant werden. Die wir langsam mit den Schlüssel was öffnen könnten. Und wo uns vorher der Weg gestört wird. Wie zum Beispiel das hier. Okay, gehen wir von der anderen Seite auf. Schade drum. Und weg. Lass ich jetzt auch mal stehen. Kann es mir relativ egal sein. So, da hinten. Die Tür war verschlossen. Aber bevor ich dich angreife, du bist mir erstmal ein wenig gefährlicher. Zumindest in meinen Augen. Ach, Mann. Was machen die da? Oh! Ich hatte wirklich es runterschmeißen.
Alter, die haben doch mehr drauf, als ich dachte. Okay. Ich nehme alles zurück. Ist doch nicht so schlecht drauf, wie ich dachte. Ah, Narf. Nix da. Sterben tust du. So, und jetzt haben wir hier den Raum mit ganz vielen Sachen. Okay. Oh, da ist ja auch noch einer. Ihr dämlichen Weiber. Kurzschwertige Volksleute. Okay. So, wer ist jetzt wohl der Mimik? Der helle oder die ganzen vier dunklen hier? Oh, es sind sogar fünf. Nee, es sind doch nur vier. Okay. Also. Klack! Direkt rausgeploppt. Katharina-Rüstung. Jetzt haben wir alle Katharina-Sachen vollständig. Fantastisch. Können wir als Zwiebelneid rumlaufen. Die Tanit-Scholle. Nice. Und hier haben wir... Alter, schon wieder Lebensstein. Ja, ich guck lieber nochmal genau nach. Man weiß ja nie so genau. Was haben wir hier Feines? Asketenleuchtfeuer mal 3. Ja, nicht unbedingt. So, und hier haben wir einen 2 Leuchtkäfer. Geil. Finde ich spontan geil. So, jetzt bist du da hinten jetzt wirklich dran. Genau, die zuerst. Hey, du brauchst halt 4 Schüsse. Und die vierte. Okay. So. Und weg. Oh, warte, nicht. Jetzt aber. Oh, nicht gut. Alter. Einmal aus dem Rhythmus raus und schon treffe ich hier nichts mehr. Du solltest den noch wegstabben. Jetzt bist du aber des Todes. So. So, jetzt bin ich mal gespannt, was es denn dahinter gibt, falls ich die Tür wohl aufmachen kann. Ja. Was gibt es denn hier Feines? Ein Bonfire? Warum? Ach so! Okay. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Eisiges Umland. Okay. Freund voraus. Vision von Zwickmühle. Oben voraus in Bewegung bleiben. Ey, ich sehe hier gar nichts. Doch, da hinten ist was. Und jetzt? Da, okay. Ah, okay. Ah, da hinten kann ich Leute beschwören. Anscheinend, wie es aussieht. Und da soll ich wohl auch hin. Okay. Ah, wo geht's denn hier hin? So, hier sind die Sachentypen. Ja, Stellen, wo ich Leute beschwören kann. Ist aber keiner da. Ach so, vielleicht sollte ich auch erstmal Mune Effigy benutzen. Geht's jetzt eigentlich noch weiter? Ja, da ist was, ne? Ich habe keine Ahnung. So, was haben wir hier Feines? Die Ebistin Fever und... Bengals Kopf. Okay. Na dann. Warum denn nicht?
So, jetzt haben wir mal kurz überlegen, was mache ich denn jetzt am besten? Wenn ich hier sterbe, wäre es, glaube ich, nicht so schön. Deswegen... So, dahin muss ich rein. Anscheinend. Okay. Wenn hier irgendwo Gegner sein soll, wäre es mies. Okay, was haben wir hier? Okay. Mit der Wurzel. Wo sind wir hier überhaupt? Da hinten muss ich hin, okay. Da war was. Mirror Hut. Okay, einfach mal so Mirror Hut. Okay, ich bin gerade wieder. Ich muss ungefähr in die Richtung gehen. Ich weiß aber nicht genau, in welche Richtung. Ich würde schon gerne gesehen, welche. Genau. So. Schneestümpel weg. Bitte. Bitte. Da. Oh, oh, was bist du denn? Was bist du denn für ein Ding? Krass! Echt? Ehrlich gesagt, ich hätte sowas hier nicht erwartet. Sehe ich wieder nichts mehr. Toll. Geht's auch mal in die Richtung. Ah, da war richtig gut. Er ist auch ein. Das ist ein Untoter. Okay. Was ist denn da in der Richtung? Irgendwas Dunkles. Da ist auch eine Seele. Blutungsmesser. Oh, noch eins! Kommst du jetzt her? Voll die Action hier. Au. Okay, bitte ablenken. Ah. Meine Waffe ist im Arsch. Nicht gut. Beeilung, 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 Beeilung. Okay. Oh, was ist jetzt los? Komm mal hoch. Komm mal klar hier. Okay. Das gibt jetzt Ruhe. Lebensstein. Okay, was war so eher in die Richtung jetzt gerade, ne? Oh Mann, ich bin gerade echt wieder ein bisschen... Oh, noch eins! Oh, böse! Dass ich hier meine Freunde dabei habe. Wäre schon echt ein bisschen gefährlich gewesen. Okay, gerade gucken, wo ich hin? Da. Oh, aua. Aua. Oh, ganz schnell heilen. Wo ist das Viech? Da kommt es irgendwo. Da. Da kommt es angeflogen. Okay. Der wäre weg. Jetzt wieder ungefähr in die Richtung laufen. Ich sehe gar nichts. Das ist echt der Hammer. Ist aber eine coole Stelle im Spiel. Ey, sowas hätte ich niemals von Dark Souls erwartet, dass sowas mal irgendwie kommt. Okay, da in die Richtung. Wir sind bald da. So, was ist da jetzt? Da hinten ist ein Untoter. Warum auch immer. Da ist auch eine Seele. Ich will erstmal hier rein. Okay. Und Toter. Gegenstand. Lebensstein, okay. Und Toter. Und Toter.
Paros Lockstone. Warum nicht? Ah, Heilung. Da geht's noch weiter. Alter. Wie weit denn noch? Ich bleib erstmal hier stehen. Weil ich möchte nochmal gucken, wo dann ungefähr nochmal der Untote war. Da war ja, wie gesagt, irgendwo noch ein Item. Das möchte ich gern haben. Scheinbar bin ich von diesen Pferden immer angegriffen, oder? Ist wirklich immer. Da ist der Untote. Und es sind auch noch ein paar mehr. Da muss ich auch hin? Kann das sein? Ja, anscheinend, ne? Geil. Oh nein, du schon wieder. Das war richtig schön stark. Jetzt nochmal. Jawohl, so gehen wir schnell mit dem Prozess machen. Ah, die geht auch schnell kaputt. Durch die Attacke. Okay, hast du was reingelassen? Nein. Okay, da lag der Untote? Nee. Scheiße. Das ist aber auch echt eine Sache. Okay, in die Richtung. Ah, vorher nochmal die Waffe reparieren. Ist das... echt ein geiles Spielgefühl hier gerade. Ich finde das so geil. Ja, ich bin angegriffen. Ich höre es jetzt schon. Aber wenn ich die ablegen, benutzen sollst du es. Okay, ich weiß nicht, ob ich sterbe. Heilen. Wo ist das Viech? Ich sehe es nicht mehr. Vorne ist das irgendwo okay. Echt, ohne Banger wäre ich aufgeschmissen. Oh, jetzt haben wir zwei zu tun. Geil. Oh, weg, die Scheiße. Okay, kommen wir schon rein. Au. Au. Du musst jetzt ganz schnell weg. Au. Ah. Kannst du ihn töten alleine? Au, au, da kommen ja Blitze von oben. Okay. Oh Gott. Da, die Richtung. Der Typ sieht gefährlich aus. Den lasse ich einfach mal, den lasse ich einfach mal stehen. Alter. Was ist hier ein Stress? Der ist weg. Und runter. Menschenbild. Ja, geil. Das alles ist. So, jetzt mal bitte schon in Ruhe mal Waffe reparieren hier. So. Und jetzt wo nur lang? Da ist ein Typ gefährlich. Keine Ahnung. Ah, Mann. Weiter in die Richtung oder was? Ey, das ist... Ich glaube, ich muss den Part schon längst beenden, aber... Ich kann jetzt einfach jetzt nicht hier aufhören. Okay, ich gucke halt nochmal ganze Ressourcen nochmal nach. So. Ich warte nochmal, ob der Schnee schon nochmal auch kurz aufhört. Nee, in die Richtung wohl eher nicht, ne? Da runter muss ich anscheinend wirklich. Okay. Freund oder Feind? Feind. Ich wollte den. Vollidiot. Ah.
kümmert euch mal um den Typen da hinten. Ich mach den derzeit das Reh fertig. Oh, oder die Rehe. Oh nein! Oh. Okay. Ich würde sagen, da gehen wir später mal hin. Ach du heilige Scheiße, ist das krass. Eieieiei. Ich muss nach Hause gehen, weil meine Hauptwaffe kaputt ist. Es gibt also wieder diesen Helm, huh? Sehr cool. Okay. Alter. Das ist eine gefährliche Stelle. Sehr, sehr krass. Aber wenn man einmal weiß, wo man danach hinlaufen muss, ist es ja eigentlich schon wieder in Ordnung. Was mache ich denn da gerade? Reparieren, so. I'll be around. So, wir haben noch ein paar Taschenseelen. Die möchte ich nicht gerade hier so wirklich umsonst sein. Ne? Stellen wir gerade noch ein bisschen auf. Boah, war das gerade echt krass. Coole, coole Stelle. Hätte ich nie erwartet von dem Spiel. Nie und nimmer. Finde ich richtig cool. Okay, reisen wir nochmal zurück. Ja, auch zu dem Bonfire, wo wir eben waren. Das war das hier, genau. Ausweisungskammer. Okay. Ja, dann kann ich mich hier schon mal verabschieden. Dann danke ich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Dark Souls 2 mit Level 4. Tschüss.